neuer Mitternacht in Witten-Stockholm. Kurz nach Mitternacht ist noch nicht so viel los, aber wenige Minuten später wird dann auch schon geballert, wie hier aus dem Rosenthalring. Ein Blick nach Dortmund, dort ist das Feuerwerk schon im Gange und dann geht es auch auf der Hörderstraße los. Noch ein paar Selfies für Freunde und die sozialen Netzwerke. Und hier auf der großen Kreuzung ist tatsächlich nicht so viel los. Wir schalten mal nach Annen. Dort gibt es ein großes Feuerwerk. Bilder von Christian Lukas und wir sind wieder in Witten-Stockholm unterwegs. Hier wird geballert vom Nettoparkplatz. Und so gegen 1 Uhr ist es auch tatsächlich in Witten-Stockholm größtenteils auch schon vorbei. Hier werden so die Reste nochmal verfeuert. Aber tatsächlich gab es in diesem Jahr auch weniger Feuerwerk, egal wo man hingeschaut hat, aber auch in Annen und Stockholm.